Damit haben wir auch schon unser erstes Highlight. Das finde ich echt richtig schade, wofür diese Treppen unter anderem gemacht sind. Dass hier in der Crown GT3S angekommen sind. Das ist auch ein richtig geiler Spot, auf den einfach keine Sau hier achtet. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr seht, ich bin wieder auf meinem typischen zur Motorworld Gehweg von der U-Bahn. Heute findet nämlich ein sehr besonderes Treffen hier statt, und zwar das Saisonabschluss-Motortreff. Ich bin sehr gespannt, was wir heute sehen. Wir haben traumhaftes Wetter. Wettercheck sagt ziemlich blau, so ein paar weiße Linien sind schon noch dabei. Aber ich bin mir sehr sicher, das wird heute ein mega geiler Tag. Ich erwarte auch ziemlich geile Spots. Der Saisonstart war hier nicht ganz so krass beim Motortreff, da hat es aber auch geregnet. Und der Saisonabschluss selber war bisher eigentlich immer ziemlich krass. Also seit 2021, 2022 und 2023 waren alles, 23 haben wir ja heute. Aber die anderen zwei waren auf jeden Fall krasse Events. Und deswegen bin ich auch ziemlich zuversichtlich, dass wir heute einiges sehen werden. Ich werde ein bisschen mein Konzept ändern. Ich weiß noch nicht, wie genau ich das Motortreff in wahrscheinlich zwei Videos packe. Ich habe mir überlegt, entweder ich mache es so, wie ich es immer gemacht habe, aber halt einfach so, dass ich viel weniger filme als sonst. Das mache ich ja generell auf dem Kanal, dass ich dann einfach solche Autos wie einen normalen 488 nicht mehr filme, wenn er reinfährt. Damit einfach das Video nicht so lang wird. Außerdem habe ich dann noch mehr Motivation zum Schneiden, weil die Videos dann nicht so lang sind, dann habe ich nicht so viel zu schneiden. Und dadurch würden dann auch öfters wieder Videos kommen. Also es ist eigentlich ein ganz guter Kreislauf, muss man sagen. Oder ich habe noch eine andere Möglichkeit. Ich filme halt die Autos beim Reinfahren. Und für die Autos, die rausfahren, mache ich quasi ein eigenes Video, so von wegen Supercars Leaving Car Meet. Das muss ich mir jetzt aber im Laufe des Tages überlegen. Ich werde auf jeden Fall bisschen was mitfilmen und ihr werdet es dann auf jeden Fall sehen. Ihr wisst jetzt sowieso schon, wie es läuft, weil ihr wahrscheinlich den Titel seht oder so. Aber jetzt schauen wir mal, was so geht. Schaut mal, was hier steht. Das ist doch mal geil. M5 E60 V10. Alter. Aber die Felgen, Junge, ist schon Winterreifen oder was? Aber trotzdem sehr nice. Stell doch scharf, Bruder. Damit haben wir auch schon unser erstes Highlight: Audi A8 GT Spider, einer von 333.
Also ich muss wirklich sagen, das Motortriff wird von Jahr zu Jahr immer schlimmer. Also vor ein paar Jahren, vor 2 Jahren, fahren hier noch viele Sportwagen und sowas immer. Auch Hypercars teilweise. Inzwischen sind es eigentlich nur noch irgendwelche aufgetunten, teilweise nicht mal wirklich qualitativ aufgetunten Autos, die hier rumknallen. Das finde ich echt richtig schade, weil das war mal ein richtig schönes Sportwagen- und Oldtimer-Treffen. Inzwischen ist es einfach nur zu so einem, wie ich finde, schon ziemlich niveaulosen Tuning-Treffen geworden. Jetzt sind wir da hinten und haben mitbekommen, dass hier in der Crown GT3 RS angekommen sind. Dafür bin ich jetzt extra hierher gerannt. Das ist natürlich schon nice, muss man sagen. Hätte natürlich auch Frontenpotenzial, muss man sagen. Das ist tatsächlich, wofür diese Treppen unter anderem gemacht sind. Für Oldtimer-Sportwagen. Wir haben jetzt hier einen 330 GT Chinese Eis. Das ist schon ziemlich nice. Einen Leim haben wir auch noch. Aber von solchen Autos fehlen einfach einige. Also es geht generell einfach nicht viel. Beziehungsweise man muss sagen, die Menge an geilen Autos ist inzwischen gar nicht mehr so schlecht. Aber es dauert halt einfach saulang, bis man die sieht, weil die hier einfach ewig im Stau stehen, weil einfach irgendwelche, also von diesen ganzen BMWs und was auch immer das hier sind, Mustangs, Challenger und sowas, und die sind halt einfach so viele da, dass es einfach saulange dauert, halt, also der Abstand zwischen den wirklich interessanten Autos. V12 Vantage Roadster. Ja. Das ist eigentlich ziemlich krass, das ist jetzt meine erste Z06. Sehr nice.
ist auch ein richtig geiler Spot, auf den einfach keine Sau hier achtet. Was echt schade ist. Clio V6, Phase 1, sagt man, glaube ich. Aber mich brauchst du nicht fragen, ich wusste bis jetzt nicht mal, dass es eine echte. Junge, was hier einfach los ist. Der Weber, den GT2 RS. Sehr schön. Schön ist es ja nicht, das zu sehen hier an der Seite. Aber nein. Sehr geil, das Mercedes Turbo hier. Hey! Der nicht drauf, da weiß ich auch nicht. Der Geiger. Geiger himself. Geil. Alter Schwede. Und noch mal eine Party. Da. Sehr schön. Gras abgeklopft. Oh. Bist du mit Emmy hergefahren, oder? Nee. Lappo. Ja.